Ey, immer wieder dieses Kamera hinstellen, vorbeilaufen und Kamera holen. Ach, du meine Güte. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Good day und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Wir haben 5.30 Uhr. Wir sind fresh, wir sind ready. Es ist Leg Day. Ich habe Bock. Morning Walk. An Leg- und Pull-Days gibt es ja kein Cardio. Zumindest kein formales Cardio. Dementsprechend starten wir den Tag immer mit einem Morning Walk. 3.000, 4.000 Steps reinbekommen, damit wir dann eben voll am Start sind für den Tag. Voll am Start für den Tag und ein bisschen was für die Fettoxidation gemacht haben. Ja. Und das gilt übrigens nur, wenn ihr Lipolytics nehmt. Sonst ist es scheißegal, wann ihr eure Steps macht. Auf alle Fälle haben wir Leg Day und es gab ein paar Changes im Hinblick auf das Prep-Szenario. Wie bereits im Podcast schon angesprochen, haben sich die Wettkampfpläne geändert und es haben sich nun jetzt auch die Steps und Cardio geändert. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf 35 Minuten Cardio, rund viermal die Woche. Das heißt, an jedem Rest Day und jedem Push Day haben wir 35 Minuten Bike in the morning und wir haben averaging 12.000 Steps. Ja, das sind jetzt so die Changes für die nächste Zeit. Schauen wir, was das Gewicht macht. Wir befinden uns immer noch oberhalb der 90er. Heutige Einwaage bei 90,6. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage so bringen. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal einen Tag starten, Walk fertig machen und dann geht es auch schon ab an die Arbeit. Und dann sind wir voll am Start. Yeah. Perfekt, herzlich willkommen zur Kochshow mit Chris. Wir haben jetzt, wie spät haben wir? 7 Uhr? Ja. 7 Uhr. Wir haben 7 Uhr und wir werden jetzt Meals für den Tag vorbereiten. Wir haben zwei Mahlzeiten mit Chicken. Wir haben jetzt natürlich unser Pre-Workout-Meal, das ich auch immer vorbereite, eine halbe Stunde, eine Stunde stehen lasse und dann erst esse. Dann haben wir jetzt eine Stunde später ein weiterer Vorgehenstraining. Dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal an mit den Meals vom Nachmittag und mache das Ganze gern so, dass ich etwas mehr einfach vorbereite, so overall. Und diese Meals dann schlussendlich, jetzt muss ich das mal schauen. Also ich mache das ganz gern, dass ich einfach mehr vorbereite. Meistens eine Mixtur aus Gemüse und dann natürlich Reis jetzt als Hauptkartenstelle. Nehmen wir jetzt beispielsweise hier so junge Fisolen. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir Reis. Das heißt, wir haben jetzt 1 Kilo Fisolen. Das sind jetzt 3 Portionen in weiterer Folge. 3 mal ungefähr 330 Gramm. Und wir werden jetzt hier pro Portion ungefähr 60 Gramm Reis mit reingeben. Das heißt, 180 Gramm Reis auf diese Menge. Kommt hier noch ein bisschen Salz drüber. Ein bisschen mehr als die 2,5-fache Menge. Aber ich mag den Reis sowieso lieber ein bisschen barziger. Ganzen Fachausdrücke. So, das heißt, hier haben wir einmal dieses erste Basismehl hier stehen und dann in weiterer Folge brauchen wir noch eine Protein Source. Ja? Das können wir natürlich sagen, wir nehmen sowas wie Eat Planted Chicken hier. Extrem geil, vegane Proteinalternative mit nur 24 Gramm Protein. Mit sage und schreibe 24 Gramm Protein, nicht nur, sondern sage und schreibe. Und ihr könnt es auf Eat Planet auch 20% sparen mit dem Code CHRIS20 im Checkout. Komplett irre. Ja, erstmal tatsächlich sehr, sehr oft. Aber wir werden jetzt hier Chicken heranziehen. Normales Chicken. Und wir nehmen für dieses normale Chicken hier so einen Glasbehälter, weil wir das Ganze im Backofen machen. Und ich bin tatsächlich letztens gefragt worden, wie ich das Ganze mache.
Also einerseits im Hinblick auf Backofeneinstellung, andererseits im Hinblick auf generell die Gewürzbasis dahinter. Und was ich mal als erstes hier hernehme, ist eine Teriyaki-Marinade. Und ich fülle hier mit dieser Teriyaki-Marinade den Boden ein bisschen aus. Ja, das sind jetzt 30 Gramm, ist jetzt wirklich nicht der Rede wert. Ja, dann habe ich da mal den Boden ausgefüllt und auf diese Teriyaki-Marinade, auf diesen Boden kommt jetzt hier so ein bisschen Brathuhn-Gewürz. Ja, damit das Ganze noch ein bisschen würziger wird. Also idealerweise sollte das jetzt nicht mehr gefroren sein, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das wird dann einfach hier in dieser Marinade hier ein wenig gewälzt und gewendet. Ja? Und wenn das da ein wenig gewälzt und gewendet ist, dann kommt das ganz einfach in den Backofen hinein. Ich habe keine Ahnung wie lang, ich habe hier keine Zeitangaben, ich habe hier auch keine Ahnung, wie viel Grad hat unser Backofen eigentlich, wenn man ihn einfach nur einschaltet. 180, 200. Jetzt nehmen wir das. Und wie gesagt, also ich mache meistens den Backofen auf, stelle das ganz einfach rein, drehe hier auf und schalte ihn ein. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, mache es immer auf der gleichen Einstellung. 180. Aber 180, stabil, 180. So, das heißt, wir haben jetzt dieses Meal für Nachmittag mehr oder weniger gepreppt. Und jetzt kommen wir in weiterer Folge zum Meal, das wir jetzt dann gleich essen werden. Dafür braucht man zunächst mal ein geeignetes Behältnis. Und wir werden hier nochmal so eine Glasschüssel verwenden. Hauen wir jetzt so ein bisschen an Hip. Nein, es ist gar kein Hip, das ist zurück zum Ursprung. Immer wenn es um Babybrei geht, dann sage ich immer Hip. Das ist jetzt so ein Kinderreisbrei, weil auch so viele gefragt haben. Ja. Da nehmen wir jetzt einfach so um die 45 Gramm. Ja, das ist perfekt fürs Pre-Workout, 45 Gramm. Und diesen Reisbrei tun wir dann noch etwas eine Basissüße verleihen mit so einem, das heißt Flasty, das ist von Sinop so ein Geschmackspulver. Ja, da geben wir einfach da ein bisschen was rein, ein Scoop. Und dann natürlich, wer hätte es anders ahnen können, auch Salz für einen guten Pump in die Beine. Und dann geben wir kochendes Wasser drüber. Und wie gesagt, ich habe auch hier wieder keine Ahnung wie viel. Ich habe das jetzt noch nie, wie soll ich sagen, herausgefunden, wie viel ich da genau verwenden muss, damit es optimal rauskommt. Ich gebe am Anfang eher zu wenig rein, mix dann wieder ein bisschen durch, schauen wie es ist, gebe wieder ein bisschen was dazu, mix wieder ein wenig durch und es ist besser, wenn es, also natürlich auf der einen Seite ist es besser, wenn es ein bisschen zu fest ist, weil Wasser hinzugeben kann man immer noch, auf der anderen Seite kann man es dann auch mit beispielsweise Flohsamenschalenpulver oder Kombo-Protein, was ja auch Flohsamenschalenpulver drin hat, oder? Ja. Dass das Ganze noch ein bisschen dickflüssiger wird. Und man sieht hier relativ gut, dass das jetzt schon sehr cremig ist. Da werden wir noch ein bisschen was dazugeben. Dann haben wir hier eine relativ gute Konsistenz. An dieser Stelle vielen lieben Dank an meine reizende Kameradame. I love you. Wir werden da jetzt noch einen Schuss so Flohsamenschalen-Geschichte mit reingeben, aber wirklich nur ganz, 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 ganz wenig. Wie gesagt, also das Flohsamenschalenpulver bzw. die Flohsamenschalen und das Kombo-Protein verleihen dem Ganzen einfach noch ein bisschen so eine, ich will nicht sagen Pudding, ist das eine puddingartige Konsistenz? Ich weiß nicht, so ein bisschen puddingartig, so ein bisschen cremiger, I don't know. Machen wir noch 50 Gramm mit rein. Ich mache das jetzt immer gleich mit rein, weil es einfach ein bisschen weniger umständlich ist. Und dann wird das Ganze jetzt erstmal einfach vermischt. Also sind wir gut am Start, würde ich sagen, oder? Mhm. Das schaut schon sehr, sehr gut aus. Und das Wichtigste bei so einer Mahlzeit ist, dass ihr es nicht gleich esst, sondern dass ihr das Ganze so ein bisschen nachziehen lässt. Ja? Also das ist jetzt ja so wirklich Creme praktisch, ja, und es wird aber noch ein bisschen fester. Wie gesagt, das bekommt so eine leichte puddingartige Konsistenz. Und hier jetzt noch als Topping gibt es dann einfach noch ein paar Beeren. Ja. Einfach noch ein paar Beeren, die man dann da so drauf verteilt. Und die ziehen dann so richtig schön rein. Ja, die ziehen richtig schön rein. Und das ist jetzt eigentlich so das wirklich perfekte Pre-Workout-Meal. Ja, low fat, moderate carb, high protein. Und ja, ich habe halt jetzt für mich in der Prep herausgefunden, mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht fürs Pre-Workout. Habe dann ja auch noch 20 Gramm Maltodextrin im Intra.
Das passt dann relativ gut. Und das werde ich jetzt einfach mal stehen lassen. Wie gesagt, später dann essen. Dabei schaue ich so ein bisschen nebenbei auf meinen Reis und meine Fisolen und mein Chicken, das da unten drinnen ist. Und dann sehen wir uns bei den späteren Mahlzeiten. Genau. So, so schaut das Ganze jetzt nochmal aus. Wir haben hier die drei Meals gepreppt. Haben hier noch das Chicken. Ja, das kommt dann einfach drüber. Und ich werde mir jetzt mein First Meal gönnen. Ja, hier dieses schöne Reisbrei-Gericht. Bon Appetit! So gut, wir sind jetzt im Top-Gym angekommen und starten direkt in die Leg-Session. Ich werde das Ganze heute mit Voice-Over machen. Wir haben jetzt zwei Bicep-Moves, bevor wir in die Unterkörper-Portion reingehen. Und ich freue mich schon richtig. Es wird eine sehr, sehr geile Session. Und ihr könnt euch auf hohe Trainingsintensitäten gefasst machen. Ja. In diesem Sinne viel Spaß beim Voice-Over. Und wir hören uns dann nachher. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Voice-Over von der Unterkörpereinheit, die ich gestern hatte. Wir haben diese begonnen mit Preacher Curls an der Maschine hier bei der Gym 80 Preacher Curl Machine. Und also ich feiere die Maschine brutal. Das können wir jetzt schon mal sagen. Wir haben jetzt am Anfang dieser Session zwei Bizepsübungen geplant. Wer mein neues Programming-Video gesehen hat, der wird feststellen, dass eigentlich weniger Bizeps geplant gewesen wäre. Das Ding ist, wir haben uns das ein wenig vorbehalten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn ich davon recovern kann, dann werden wir hier das Volumen leicht uppen. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, jetzt hier an diesem Leg Day zwei Bizepsübungen reinzupacken. Einmal eine Übung hier für die voll verkürzte Position und dann einmal eine Übung für die, sagen wir, Mid-Position. Ja. Also ein Hammer Curl halt. Das heißt, in dieser Position hier fokussiere ich mich auf einen kurzen Hold in der obersten Position und versuche wirklich Muskelversagen in dieser obersten Position zu erreichen. Und dann in der zweiten Übung mit einem Hammer Curl, das ist einfach eine freie Übung, wo ich einfach eine höhere Last auch absolut irgendwo bewege, wo die Rep Range ein wenig geringer ist. Also Single Arm Dumbbell Preacher waren jetzt zwei Sätze mit 10 bis 15 Reps. Und hier dann in weiterer Folge zwei Sätze Dumbbell Hammer Curls mit 8 bis 12 Reps. Ja. Hier sind es 17,5 Kilo, glaube ich. Und ich würde jeden von euch da draußen mal empfehlen, Dumbbell Hammer Curls unilateral zu machen. Und zwar nicht unilateral im Sinne von rechts, links, rechts, links, rechts, links, sondern unilateral im Sinne von finish the first arm and then move on with the second. Ja. Und benutzt das andere Gewicht trotzdem als Counterweight, also als kontralaterale Last, die einfach da ist, um euch so ein bisschen dagegen zu stabilisieren. Ja. Ist mega, mega, mega geil. Mega, 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 mega geil. Ja. Schaut, dass ihr so eine leichte Schrittstellung einnimmt, wenn ihr diese Variante so macht. Ja, und verlagert wirklich euer Gewicht auf dieses eine Bein, mit dem ihr, also von der Seite, wo ihr die Curl-Bewegung macht. Das heißt, wenn ihr jetzt mit rechts curlt, stellt euch wirklich mehr aufs rechte Bein drauf, stellt das linke leicht nach hinten und haltet die Hantel logischerweise neben der linken Hüfte, also die Hantel, die ihr jetzt nicht bewegt. Ja, und somit habt ihr eigentlich da relativ gute kontralaterale Last, die euch stabil hält. Gut, jetzt Adduktoren, erste Unterkörperübung. Und ich bin hier schon ein bisschen vorsichtig geworden. Wer die letzten Videos gesehen hat, weiß warum. Eben wegen dieser Oberbauchgeschichte, die da im Raum gestanden ist. Und ja, hat mir einfach nicht so wohl gefühlt, wenn ich mich da jetzt wieder so hart rein brace. Ja, mit die verschränkten Arme und brutal die Abs bracen und so weiter. Kennst du das Spiel? Dementsprechend hier ein bisschen lockerer reingehen mit einem hohen Maß an internen Stimulus, das ich da setzen möchte. Also wirklich Fokus auf interner Stimulus Adduktoren. Erster Satz mit Pause in beiden Positionen, wobei mir hier im ersten Satz die Pause in der voll verkürzten Position wichtiger ist. Das waren jetzt glaube ich 100 Kilogramm, also insgesamt 5 Plates, es war ab 25er und der 15er und keine Ahnung was. Also insgesamt waren es 5 Plates, ich glaube 100 Kilogramm. Und mit diesen 5 Plates einfach
einen hohen internen Stimulus generiert. Ja. Ich sehe jetzt, dass ich da am Ende auch nochmal schaue, dass ich mich relativ gut in der Maschine positionieren kann, wenn ich da im Stretch bin. Das heißt, ich gehe nach außen und ich fokussiere mich beim nach außen gehen, bei den Adduktoren, wirklich drauf, dass die Knie der Berührungspunkt an den Pads sind, ja, der die Bewegung ausführt. Also ich fokussiere mich nicht unten auf die Füße, und das sehe ich ganz, ganz oft, wenn es jetzt um Adduktorentraining geht, dass irgendwie einfach nur dieses Gestell, diese Maschine bewegt wird, aber eigentlich kein interner Stimulus erzeugt wird. Das heißt, es ist ein Riesenproblem. Was du immer machen willst bei Adduktoren, ist die Knie drücken gegen den Polster nach innen. Weil deine Adduktoren setzen ja nicht unten am Fußgelenk an. Obviously. Ja, dementsprechend schau, dass du den Stimulus über die Knie ausübst. Das hat mehrere Vorteile. Einerseits brauchst du weniger Gewicht, weil du nicht einfach nur Gewicht bewegst, sondern weil du einen hohen internen Stimulus setzen willst für deine Adduktoren. Und andererseits setzt du eben einen höheren internen Stimulus. Du hast mehr Stimulation von den Adduktoren selbst, weil du eben dich darauf fokussierst, mit den Knie zu drücken, anstatt mit den Füßen. Und das ist mega cool. Ja, hier zweiter Satz, Pause hier vor allem im Stretch. Die ist mir da super wichtig. Die Pause in der voll verkürzten Position ist etwas geringer. Ich muss sich mal so vorstellen, je mehr Fatigue du anhäufst, desto mehr schwindet deine Fähigkeit, in die voll verkürzte Position jetzt beispielsweise bei Adduktoren, in dem Fall, reinzukommen. Und dementsprechend dann im zweiten Satz eher die verlängerte Position betont und dementsprechend auch im zweiten Satz mit 2-3 Partialwiederholungen am Ende noch gearbeitet, die gleich sind im Hinblick auf die Akkuratheit, wie jetzt die ersten Wiederholungen. Ja, einfach nur innerhalb von ein bisschen weniger Range of Motion. Gut, dann sind wir mit der Leg Extension am Start. Und Leg Extension, das ist ein Movement, wo wirklich viele Leute Schwierigkeiten damit haben, ans Muskelversagen zu gehen. Und das ist einfach etwas, das muss man immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder repetitiv erleben. Ja, ist jetzt nichts, wo ich einem Genie von mir sagen kann, hey, Leg Extension, da war jetzt noch was drin und er kann es nächste Woche auf einmal umsetzen, weil es brennt. Und man muss halt klar differenzieren trotzdem, brennen ist nicht gleich Muskelversagen. Brennen ist nicht gleich Muskelversagen. Das heißt, du willst hier schauen, dass der Muskel die mechanische Last, diesen Widerstand, der ihm entgegengesetzt wird, nicht mehr überwinden kann. Und das ist nicht Brennen, sondern das ist, wie gesagt, Muskelversagen. Da gilt es eben, wie gesagt, einfach so ein wenig zu differenzieren. Hier Hold in der verkürzten Position im ersten Satz 8 bis 12 Wiederholungen, dann Gewicht leicht reduziert für den zweiten Satz. Im zweiten Satz auch Hold in der voll verkürzten Position, weil wir dann eben bei den anderen Übungen doch eher Wert auf die verlängerte Position legen. Und ich kann mir das sehr, sehr gut einschätzen schon, wann ich jetzt beispielsweise Muskelversagen erreiche und wann sie jetzt schon an der Grenze ist zu, ich will nicht sagen Four Straps, aber ich will im ersten Satz noch keine Partialwiederholungen machen. Partialwiederholungen habe ich, glaube ich, im zweiten Satz eine gemacht, ja, weil ich einfach gemerkt habe, und das habe ich mit Callum eh besprochen, dass ich nicht zu viel Fatigue anhäuft. Partialwiederholungen haben definitiv ihren Platz. Und ich habe das in letzter Zeit sehr, sehr oft und sehr, sehr viel gemacht, was ich dann natürlich auch irgendwo im Fatigue-Management beziehungsweise im generellen Maß an Fatigue, das ihr angehäuft hat, bemerkbar gemacht hat. Ja, das ist natürlich etwas, was in einer Competition Prep im Vordergrund steht. Fatigue-Management, akkurates Fatigue-Management. Und es ist einfach super, super wichtig, dass wir das für uns wissen, dass das einfach so ein riesengroßer Bestandteil ist und dementsprechend auch unser Training anpassen. Mit Partialwiederholungen, wie weit tragen wir ein Set, ja. Bin zum Beispiel heute auch, das werdet ihr später im Video noch sehen, im Backoff von der Hexquad bin ich gefailed. War jetzt nicht unbedingt sinnvoll, ich habe gedacht, ich werde diese letzte Wiederholung auch noch schaffen, aber ist jetzt nicht unbedingt super zielführend. Ja? Hier dann noch eine Partialwiederholung war es. Eine Partialwiederholung war es, ja. Genau. Ansonsten sind wir dann hier zum Lying Leg Curl übergangen, ja, der von Gym 80, das war jetzt das erste Mal, dass ich diesen Lying Leg Curl hier in diesem Gym gemacht habe und ich finde den eigentlich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also ist vom
vom Widerstand her fühlt er sich relativ gut an, er fühlt sich smooth an, vom Riemen her, ja, also es ist nicht irgendwie schwergängig oder so, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter, alter Lion Leg Curl, ja. Hier seht ihr, dass ich, also prinzipiell muss man sagen, in diese untersten paar Grade oder diese Grade nahe der vollen Kniestreckung ist der Gastrocnemius, also einer unserer beiden Wadenmuskeln, sehr aktiv. Das heißt, wir haben jetzt bestimmte Möglichkeiten, wie wir das Ganze so handhaben können, dass wir unsere Tension weiterhin auf den Hamstrings haben. Und zwar ist es folgendermaßen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt beispielsweise diese unteren Grade, die ich komplett ausspare. Das heißt, dass ich immer ein ganz leichtes Maß an Knieflexion drin lasse. Oder ich komme aus dieser vollen Knieflexion ganz langsam hoch. Ganz, 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 ganz langsam hoch. Und das sind im Endeffekt beide Szenarien, die ich heranziehen kann. Und das sind beide Szenarien, die auch irgendwo Sinn machen. Ja, das sind beide Szenarien, die auch irgendwo Sinn machen. Muss ja halt schauen, mit was komme ich jetzt als Person besser klar. Ja, also was kann ich einfach besser umsetzen von diesen Dingen. Ja, wie gesagt, das muss man halt einfach dann in weiterer Folge anschauen. Gut, der erste Satz war mit einem Hold in einer verkürzten Position, 10 bis 15 Wiederholungen. Zweiter Satz ist mit Continuous Reps, ja, das heißt weder Hold in der voll verkürzten Position, noch einem Hold in der voll verlängerten Position. Voll verlängern können wir die Hamstrings in der Position jetzt sowieso nicht, weil wir dazu eine Hüftbeugung benötigen würden, wie beispielsweise bei einem sitzenden Beinbeuger oder dann in weiterer Folge in der Funktion der Hüftstreckung auch bei einem Romanian Deadlift oder sowas. Aber wie gesagt, wir haben ja da jetzt eben einen Satz mit kontinuierlichen Reps und einer Partialwiederholung dann am Ende. Gut, dann sind wir im Übergang zu Weighted Hyperextensions und hier auch nochmal eine Übung, die unsere Glutes, unsere Hamstrings in einer, wie soll ich sagen, verkürzteren Position belasten kann, als es jetzt beispielsweise ein Romanian Deadlift tut. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt einen Hip Hinge habt, wie ein Romanian Deadlift, ja, und ihr steht jetzt ganz aufrecht im Romanian Deadlift, naja, dann habt ihr in weiterer Folge auf den Glutes nicht wirklich einen großen Hebelarm. Und dementsprechend ist jetzt so eine Übung wie eine Weighted Hyperextension oder so eine Übung wie ein Glute Drive oder ein Hip Thrust ein super Addendum zu einem Hip Hinge, zu einem Romanian Deadlift beispielsweise. Ein super Addendum. Ja? Weil ihr dort einfach eure Hüftstrecker, ja, in einem anderen Widerstandsprofil belastet. Ja? Hier habt ihr den größten Widerstand, wenn ihr logischerweise parallel zum Boden seid. Ja? Das heißt, hier seid ihr in der Mid-to-Shortened-Range, also in der Mid-Range habt ihr den meisten Widerstand, und in der Shortened-Range, das heißt, je näher ihr nach oben hinkommt, nimmt der Widerstand leicht ab, aber ihr habt trotzdem Widerstand in der Shortened-Range. Im Gegensatz zu einem Romanian Deadlift. Bei einem Romanian Deadlift habt ihr das nicht. Wenn ihr aufrecht dasteht, habt ihr keinen Widerstand auf den Glutes. Kein Hebelarm. Genau. So viel dazu. Und dann gehen wir jetzt über zum ersten Main Move, zum ersten wirklichen Big Money Move. Und also grundsätzlich muss man einfach sagen, diese Preset Talks, ja, diese Preset Talks, dieser unnahbare Fokus, der hat über die Prep schon irgendwo an Wichtigkeit zugenommen. Ich würde jetzt allerdings gar nicht sagen, dass es wesentlich mehr ist, als es jetzt beispielsweise in der Offseason war. Also dieser Preset-Focus war für mich schon immer massiv wichtig. Also wirklich, wirklich massiv wichtig. Das war für mich was, den habe ich einfach gebraucht so. Ich habe einfach gewusst, okay, es ist dieser Fokus, der muss da sein, und dieser Fokus, den brauche ich, ja. Und das sage ich mir dann halt mal vom Set, obwohl mich vielleicht andere Leute blöd anschauen würden oder so, aber das ist mir eigentlich scheißegal, wer mich da blöd anschaut oder wer sich nach mir umdreht, weil wie gesagt, I do me. So. Dass ich mir halt sage, so, das ist ein leichtes Gewicht, scheiß den an, dann sage ich mir halt, okay, reiß dich zusammen, so, und das sage ich laut, ja. Was schlussendlich dazu geführt hat, dass ich an diesem Tag, also gestern, einen brutalen Hexquad PR gehittet habe. Und ihr könnt euch ja mal das Set anschauen. Das ist wirklich
fucking hart gewesen. Ich habe gedacht, bei den letzten zwei Raps, mir zerreißt alles. Mir zerreißt alles. Ja? Und hier jetzt dann in weiterer Folge, da habe ich schon richtig gestruggelt. Also ich habe schon gewusst, okay, und wer ein Hexquad kennt, in niedrigere Rap-Ranges, so 6 bis 8 zu arbeiten, da kann von einem Moment auf den anderen kann da vorbei sein. Und das habe ich in dem Moment auch gewusst. Und ich habe gedacht, bei dieser Wiederholung, die ich da jetzt mache, dass ich nicht mehr raufkomme. Ich habe gedacht, das ist vorbei und ich drücke an und dann schlussendlich wirklich hier nochmal arg angestanden, weil die Spannung vom Band ein bisschen nachgelassen hat. Aber es war irre. Ja? Und ähnlich ist es mal dann schlussendlich auch im Backoff gegangen. Also im Backoff schaue ich eigentlich, dass ich die ersten paar Wiederholungen relativ kontinuierlich mache, muss ich sagen. Also ohne viel Intraset-Rest. Und das würde ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr hier an einer Hack oder an einer Leg Press Sätze im höheren Rap-Range-Bereich macht, so sagen wir jetzt einmal zwischen 9 und 14, ja, 9 und 15 oder von mir aus sogar bis zu 20 oder so, macht die ersten paar Raps kontinuierlich. Macht die Raps so lange kontinuierlich, bis ihr das Gefühl habt, ihr könnt die Akkuratheit nicht mehr aufrechterhalten. Wenn ihr die Akkuratheit nicht mehr aufrechterhalten könnt und continuous Raps euch zum Verhängnis werden, weil ihr eure Sätze, wie gesagt, nicht mehr oder eure Wiederholungen nicht mehr standardisieren könnt, dann ist es an der Zeit, zu normalen Wiederholungen mit Intraset-Pause überzugehen. Ja? Muss man natürlich wissen, okay, wie weit trägt man das Ganze und wie lange kann man sich ja Intraset-Pause unter Anführungszeichen erlauben und ab wann tragt das Set eventuell einen Schaden von sich, ja? oder ab wann wird es problematisch, sagen wir mal so. Ja? Und hier sieht man, ich bin einfach nicht mehr raufgekommen. Ihr habt es nicht mehr geschafft durchzudrücken, die Quads waren brutal am Ende und that's it. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum Set, das diese Session gemacht hat, muss ich sagen. Es war ein wahnsinniges Set und diese Sätze sind halt nicht nur Muscle Builder, sondern diese Sätze sind vor allem auch Persönlichkeitsbilder. Das kann man wirklich so sagen. Das, was ihr da jetzt seht, ist ein sogenannter Widowmaker. Ihr nehmt ein Gewicht, wo ihr denkt, dass ihr, oder wo ihr vielleicht sogar wisst, dass ihr damit zwischen 10 und 12 Wiederholungen schafft. Mit Intraset-Pause. Also ein ganz normales Set, 10 bis 12 Wiederholungen. Dann bewegt ihr das Gewicht, aber macht keine Intraset-Pause. Das heißt, ihr macht kontinuierliche Wiederholungen. Ja? Das heißt, ihr macht hier keine volle Kniestreckung und wart dann in dieser Position und atme und atme und atme und macht noch ein Rap, sondern ihr macht kontinuierliche Raps. Ja? Beugung, Streckung, Beugung, Streckung, Beugung, Streckung, Beugung, Streckung. Ja? In dem Fall bleibe ich in der untersten Position ganz, ganz kurz für einen Bruchteil einer Sekunde pausiert, ja? Um einfach die verlängerte Position unter Anführungszeichen noch ein bisschen mehr zu betonen, weil die Maschine ja nach oben hin leicht schwerer wird. Aber ihr macht da kontinuierliche Raps. Und ihr macht so lange kontinuierliche Raps, bis ihr das Gefühl habt, ihr würdet bei der nächsten Rap mit kontinuierlichen Raps failen. Und dann nehmt ihr das Set her, dieses kontinuierliche Set, und weitet dieses kontinuierliche Set mit Intraset-Pause aus. Das heißt, ihr macht dann so viele Raps wie nur möglich mit Intraset-Pause. Ganze kann zum Beispiel so ausschauen, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele kontinuierliche ich geschafft habe, aber sag mal, ich habe da jetzt 12 kontinuierliche gemacht oder 10 kontinuierliche gemacht, dann nehmt ihr kurze Atempause, macht wieder 2 Raps. Dann denkt ihr, okay, ich würde jetzt bei der dritten wieder fehlen, dann macht ihr wieder kurze Atempause. Dann würde es vielleicht wieder fehlen, dann macht ihr wieder kurze Atempause. Und dann weitet ihr das Set so lange aus, bis ihr fails. Bis ihr wirklich fails und nicht mehr hochkommt und diesen Schlitten oder diese Platte nicht mehr weggedrückt bekommt. Diese Technik bietet sich vor allem an, wenn ihr eine Beinpresse habt, die einen Stopper drinnen hat, wenn ihr eine Beinpresse habt, die in einer sicheren Bauform konstruiert ist. Ja. Da würdet ihr das Ganze machen. Bei einer Beinpresse, die das nicht ist, würdet ihr das Ganze wahrscheinlich nicht machen. Ja. Würde ich auch machen, aber da würde ich mal einen Spotter an die Hand holen. Ja? Und diese Sätze, ja, ihr seht es, diese Sätze, die bilden Persönlichkeit. Diese Sätze bilden Persönlichkeit. Und
jeder, der von euch Schwierigkeiten damit hat, an der Beinpresse ans Muskelversagen zu gehen, könnt ihr ja die anderen Videos auch mal anschauen. Da könnt ihr Cluster-Sätze machen, ihr könnt sogenannte Muscle-Rounds machen, ihr könnt Widowmaker-Sets machen, ihr könnt Ramp-Up-Sätze machen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, aber ihr müsst es euch trauen. Ihr müsst diese mentale Barriere überwinden, ihr müsst über euren Schatten springen, ihr müsst aus eurer Komfortzone rauskommen. Nur außerhalb eurer Komfortzone wird Wachstum passieren. Nur außerhalb eurer Komfortzone wird Wachstum passieren. Ja. Und das muss man sich vor Augen halten. Ja. Genau. Das war das Set, hat mich komplett auseinandergenommen und dann gab es noch Waden, einen Rest-Pause-Satz, also nur 10 bis 15 Wiederholungen ans komplette Muskelversagen, dann 5 Atemzüge, dann nochmal Wiederholungen ans Muskelversagen, dann nochmal 5 Atemzüge und dann nochmal Wiederholungen ans Muskelversagen. Und das war's dann in weiterer Folge schon mit der Session. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen jetzt bis an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefällt, wenn euch dieser Content gefällt, dann bitte droppt unten einen Kommentar, auch wenn ihr irgendwie nur hinschreibt, Algorithmus-Kommentar oder Fresh oder Sicke Wadenbrudi oder keine Ahnung, schreibt irgendwas hin. Das hilft so immens und droppt ein Like und subscribt und das hilft wirklich enorm. Ja, danke für den Support. Danke, danke, danke. Ich wünsche euch dabei jetzt noch viel Spaß beim Video und bis bald. So, wir sind jetzt mit der heutigen Session durch. Waden wurden auch abgehandelt. Bin komplett am Ende. Ich werde jetzt noch 5 Minuten am Laufband gehen, einfach noch ein bisschen entspannen, noch ein bisschen runterkommen. Dann gönne ich mir Ashwagandha, 1200 Milligramm. Ich werde heimgehen und mein verbrannt schmeckendes Post-Workout essen. Perfekt halt. War wieder eine brutale Session, eine gute Session. Eine Session, die fatigt, aber aufgrund der Umstrukturierungen im Trainingsprogramm sind solche Sessions jetzt sehr, sehr gut möglich. Gestern halt Delts and Arms Day, morgen Rest Day und dann bin ich eigentlich schon wieder fresh für Samstag, für Push. Hämmer einen kleinen Push am Samstag, ich freue mich. Ja. Auf alle Fälle gibt es heute noch einen Nap, Recovery wird priorisiert und ich werde mich an dieser Stelle jetzt mal verabschieden und ich wünsche euch allen dabei viel Spaß noch beim Video. Passt auf euch auf, gebt Gas. Peace. So, wir haben jetzt mittlerweile fast 16 Uhr und es wurde genappt. Es wurde genappt. Hat sein müssen nach dem Beintraining, also wirklich 40 Minuten oder sowas. Und jetzt gibt es hier dieses wunderbare Dinner mit. Dinner. Das ist noch kein Dinner. Es gibt dieses wunderbare Meal mit Chicken, Rice, Fisolen und ein paar Essiggurken. Ja, einfach so als Snack und das machen wir zu essen. Jetzt kommen gleich Andi und Jan mit dem Sprung vorbei und dann am Abend noch Abendessen und dann ist der Tag schon weg. So generell sind Social Interactions, muss man jetzt ganz klar dazu sagen, alles was so in die Richtung geht, so Freunde treffen, dies, das, ist jetzt schon eher mau. Ja, einerseits Stresslevel durch LTS, durch, wie soll ich sagen, Coaching natürlich irgendwo. Andererseits durch die Prep einfach die Kommunikationsfähigkeit, die verringert ist. Aber dazu einfach den Podcast abchecken zum Prep-Update. Auf alle Fälle werde ich das essen und dann sehen wir uns später wieder. So, bevor es für mich jetzt zur Pre-Bed-Routine geht, Andi und Jan waren bis jetzt da, wir haben 19 Uhr, gibt es jetzt noch hier die letzte Mahlzeit, einmal Skyr mit Beeren und einmal hier kleine Portion Oats. Ja, wie gesagt, jetzt Oats vorm zu Bett gehen für ein paar Carbs, einfach weil sich dadurch der Schlaf nochmal verbessert. Und dann gibt es noch die Supplement-Routine Pre-Bed und dann geht es auch schnell ins Bett. Ja. Genau, ich will morgen in der Früh noch so ein bisschen Form-Update machen, einfach Status Quo, wie wir uns gerade befinden, bei rund 90,5 Kilo. Schau mal, wie es läuft, schau mal, was passiert. Und dann nehme ich euch morgen noch ein bisschen so durch mein Rest Day mit. Wird das nicht sonderlich spannend, aber ich werde schauen, dass ich das Ganze ein bisschen für euch aufarbeiten kann. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu diesem zweiten Tag. Cardio ist jetzt finally done und jetzt widmen wir uns dem Posing. 2 Runden
einmal Routine durch und zuerst gehe ich aber noch die Melli aufwecken. Und dann starten wir mit dem Synergy und mit guter Arbeit in diesen wunderbaren Tag. So schauen wir aus. Die ersten Check-ins sind jetzt erledigt, gibt es noch ein paar Videoanalysen, werden wir das erste Meal machen. Später geht es dann ab zum Friseur und zum Starbucks noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich mag diesen Szeneriewechsel eigentlich relativ gern, muss ich sagen, und ihr habt es in den letzten Wochen für mich so ein bisschen entdeckt, dass ich sage, okay, ich bin jetzt ein bisschen da, habe dann so einen kleinen Break, wo ich Steps reinbekomme, wo ich zum Starbucks gehe und arbeite dann eben dort noch ein bisschen weiter, wo ich eben keine Arbeit erledige, wo ich sprechen muss. Ja? Also jetzt wie Videoanalysen oder wie Check-in-Feedbacks. Und es tut mir eigentlich unfassbar gut, muss ich sagen. Ja? Also bin ich echt happy mit der Gesamtkonstellation, sage ich jetzt mal so. Wie gesagt, jetzt noch ein, zwei Videoanalysen und dann schauen wir mal zum Breakfast an. So, der erste kleinere Arbeitsblock ist jetzt durch. Jetzt gibt es ein Breakfast. Und dann werden wir uns auch schon so langsam auf den Weg machen und die andere Productivity Work woanders erledigen. Schauen wir mal, was wir euch jetzt da liefern können. Ein gutes Rezept für Egg White Omelette, maybe. Maybe or maybe not. I don't know. So, wir haben jetzt hier das erste Meal, Egg White Omelette mit 18 Gramm Carbs, 3 Gramm Fats und 44 Gramm Protein. Und das werde ich mir jetzt gönnen. Und dann gehen wir ab zum Starbucks. So, jetzt gerade brandaktuell hier vor Dagis Barbershop. Gerade einen neuen Haschen abgeholt und ich denke, wir schauen wieder fresh aus. Ja. Jetzt gehen wir was zum Trinken kaufen, Leitgetränk und dann geht's heim. Dann geht's heim, weiterarbeiten. Ja. Aber wenn ihr einen Friseur braucht, in Wien, Dagis Barbershop. Oder? So, nachdem ich jetzt des Öfteren herumtelefoniert habe, fühle ich mich jetzt pretty confident, euch mitteilen zu dürfen, dass eine Englandreise wahrscheinlich möglich sein wird. Und das ist ein Wahnsinn. Ja, das heißt, es gibt ein neuerliches Update. Wir werden am 5.9. PCA Manchester First Timers Bodybuilding starten. Wir werden am 18. und 19. September bei der NPC Austria im Newcomer Classic Physique und Classic Physique meiner Gewichtsklasse starten, beziehungsweise Größenklasse / Gewichtslimit. Und am Tag drauf, also am 19. dann den Pro Qualifier machen und dann, dependent on the outcome, werden wir Mitte Oktober PCA Finals oder die NPC Hungary anstreben. Das ist jetzt der Plan und ich freue mich drauf. Ich werde jetzt das Video da an dieser Stelle beenden, habe aber hier noch zwei Pakete bekommen und die würde ich gerne so ein bisschen unboxen für euch. Und zwar habe ich einmal beim Josh Bridgman bestellt, bei 1MR. Ja? Und da habe ich einmal hier diese 1MR Knee Sleeves.
Einmal hier diese 1MR Knee Sleeves. Ich hoffe, dass mir die passen, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man mal schauen, das sind so ganz dünne Neopren Sleeves. Also ein bisschen stärker als die von Strength Shop, die ich jetzt habe. Aber ein bisschen schwächer als die SPD. Dann habe ich hier die angeblich besten Cuffs der Welt. Ja? Barbaroni, ich habe die besten Cuffs der Welt angeblich hier. Ja. Von 1MR. Also wirklich Ledercuffs mit, also sind, also jetzt von der Qualität einmal so, wie ich es gerade beurteilen kann. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt haben wir das zweite. Org. Also, im Endeffekt habe ich das Zeug gekauft, weil ich den Josh ein bisschen supporten will. Muss man halt ganz klar sagen. Dann haben wir hier Wriststraps. Ganz entspannte Wriststraps hier. Ja, mit so einem, ja, ganz entspannte Wriststraps halt, ne? Und als letzten Part dann hier die Zughilfen, die Straps von 1MR. Und das sind auch angeblich die besten Straps der Welt und die sind wirklich sehr, 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 sehr comfortable. Nice. Cool. Ja. So schauen wir aus. 1MR Bestellung. Und jetzt haben wir hier noch das absolute Highlight. Jetzt haben wir hier noch das absolute Highlight und zwar von der Elena. Elena Sportun. Einmal hier. Wow. Barbaroni. Nice. Classic Physique Chunk. Einmal im Metallic und einmal in Matt. Wahnsinn. Woo! In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich bin sehr, 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 sehr happy. Und ja, ist ein Wahnsinn. I love it. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, dann bitte ab damit in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gebt Gas, verwirklicht eure Träume, greift noch den Stern. Wir sehen uns, hören uns demnächst. Peace und good fucking Bäre.